Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2. Wir befinden uns heute auf der Karte Städtedreieck Version 2 und wir fahren die Linie R56 mit dem Facelift Ü und mit dabei ist Mario. Hallo, guten Tag. Genau, der allerdings nur im Hintergrund, weil der hat nämlich Folgen und ich habe ihn jetzt dazu verdammt, gefälligst mitzufahren. Das klingt schon wieder so. Der hat schon was. Ja, der hat ja auch schon was. Nick, da du gerade durch die Walachei fährst, könntest du mich hier in meiner Walachei ja einfach mal ja, abholen. Ach Ist stimmt, ich brauche ja hier, ja. auch gar nicht gefährlich. Nee, nee. So, ja, Genau. Performance ist jetzt natürlich vollkommen für die Tonne, weil jetzt zwei Aufnahmen laufen. Mal ganz kurz zur Erklärung, damit auch alle Bescheid wissen. Performance ist gerade so schlecht, weil, ja, wie gesagt, es laufen zwei Aufnahmen, was ganz einfach daran liegt, dass ich dieses Bildproblem endlich lösen wollte und die einzige Lösung, die ich momentan habe, ist leider mit OBS den Sound aufzunehmen und mit Nvidia Share, Shadowplay, was auch immer, das Bild. Ja, dementsprechend ist das alles ein bisschen doof und dementsprechend dürfte auch die Qualität leider ein kleines bisschen drunter leiden, weil komischerweise, wenn ich mit Share aufnehme und dann mit Vegas rendere, dann mag der das irgendwie nicht so gerne bei mir. Aber ja, ist jetzt momentan die einzige Lösung leider. So, So, mal schildern. musste gerade Sprachnachricht abhören, weil meine Frau hatte mir ein Foto geschickt, auf dem mein Sohn in seinem Karnevalskostüm zu sehen ist. Und Okay. obwohl meine Frau eigentlich sagte, sie geht nicht auf den Rosenmontags zu, weil Wetter einfach kacka und so. Da Wetter aber gut, ne? Hat mir gerade die Sprachnachricht geschickt. Ja, unser Sohn hat es geschafft. Wir sind dann mal auf dem Rosenmontagszug. Ach Gott. Will man das? Auch der in Hennef ist eigentlich ganz schön, ja doch. So, ja, und da der Nick mich ja dazu verdonnert hat, an seiner Aufnahme teilzunehmen, habe ich gesagt, alles klar, ich spiele dann nebenbei einfach noch ein bisschen Battlefield. Oder anders gesagt, Mario kriegt auf Schnauze. So, permanent irgendwie. Ich weiß gar nicht wieso. So, mal los hier. Wir fahren auch übrigens nicht über Hochtann, sondern den ganz normalen Kurs. Über Kloster, irgendwas und bla. Ich wollte jetzt gerade sagen Klosterhohne, aber das war, glaube ich, eine andere Das Karte. war Oberstedt, glaube ich. Bin mir aber nicht Weiß sicher. ich gar nicht, ehrlich gesagt. Oder? Ach, ich bin mir auch nicht sicher, aber könnte, glaube ich, sein. Ja. Ja, meine Mutter geht jetzt auch mit meiner Schwester auf den Fasnachtsumzug. Ach, für deine Schwester ist das doch bestimmt toll. Ja, schon. Kann ich mir gut vorstellen. Also das ist doch bestimmt super. Ja. Ich glaube, ich bin aber tatsächlich so jemand, ich fand Fasnacht nie besonders toll. Ja, ich mag Karneval schon und ich bin früher auch total gerne auf die Züge gegangen, weißt du? Nur für mich ist das mittlerweile, hat das nichts mehr mit Karnevalszug und Feiern zu tun, sondern das ist einfach nur noch sinnloses Besaufen. Das ist einfach nur ein Freifahrtschein zum Alkoholismus. Ja, das definitiv. Ja, und das ist halt etwas, was mich mittlerweile tierisch ärgert und wo ich dann auch sage, nö, dann habe ich auch keine Lust mehr auf die Züge zu gehen. Ja. So, was ich jetzt mal ausprobiere, kann der denn das? Ja. Oberkirchbach. Nö, kann er nicht. Oder er braucht einfach lange. Ah, er braucht einfach lange. Er kann's doch. Hehehehe
Ja, Mayo ist so ein bisschen am Verzweifeln. Ja, ein bisschen? Ein bisschen ist gut. Meiste, machst einen platt, gehst in Deckung, kommt aus irgendeiner Ecke einer, Schrotflinte, grinst dich an. Thema erledigt. Ich stelle auch gerade fest, es war eine richtig gute Idee, im Feierabendverkehr zu fahren. Die Idee ist doch immer gut, oder nicht? Total. Ich komme nämlich keinen Meter voran. Und da vorne fahren sie sowieso durcheinander wie die letzten Besoffenen. Wo wir wieder beim Thema Fasnacht wären. Ja. So, ihr wollt alle mit. Hallo. Hallo. Einmal Hallo. Schüler, bitte. Schüler. Oh, hier. Danke. Guten Tag. Hallo. Kurzstrecke, bitte. Können wir nicht einfach durchgehen und keine Fahrkarten kaufen? Wir haben es eilig. Hallo. Nein. Keine Fahrkarte, bitte. Ja, aber warum denn nicht? Weil, Baum und so? Ach so, ja, weil Baum ist immer eine gute Begründung. Weiß ich. So, ich bin auch mal gespannt, wie das dann nachher klappt mit hier Oberkirchbach und diese ganzen Wege mit den Bodenwellen und so. Ach ja, das kommt ja noch erschwerend hinzu. Ja, die Linie ist nicht unbedingt leicht zu fahren. Oststraße. Wobei ich weiß schon, warum ich mir den Facelift rausgesucht habe, weil der hat ein äußerst gut funktionierendes Lifting. Das heißt, ich heb den einfach nachher ein Stückchen an und dann komme ich auch über diese fiesen Stellen da gut drüber. Ohne aufzusetzen. Ja, da muss man dann ein bisschen rumprobieren. Ich habe mir da schon was bei gedacht. Ach Quatsch, einfach ganz hoch die Kiste. Da kann nichts passieren. Nein! Es war so schön! Ach Mann. Es könnte alle so einfach sein, ist es? Aber nicht. Sie, danke. Ja, du musst mir natürlich wieder genau vor die Karre ziehen. Blöder Heckenpenner. Na komm. So, mal wieder ein bisschen Verspätung reinholen hier. Ja! Ich hätte gern ein Ticket zum Sieg und so. Weißt du? Das kann ich hier leider nicht verkaufen, tut mir leid. Sowas schimpft sich Busfahrer. Das ist richtig, ja. Ach, das kann doch. Aua, 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 aua. Ja, kann doch sein, okay. Ich wollte eigentlich gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass ich hier permanent auf die Fresse kriege. Doch, kann sein. Kann nicht nur sein, ist sogar so. So, komm. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Karte für eine Kurzstrecke.
Füllt sich aber schon ganz gut dafür, dass wir hier eigentlich eine Linie haben, die mitten ins Kaff geht. Mitten in eine Pampa. Ich glaube, die R56 ist doch eigentlich gar nicht so schlecht bedient, oder? Nö. Aber der Takt ist halt kacke. Und irgendwie wollen hier relativ viele mit tatsächlich dafür, dass wir eigentlich ja nur in solche... Wir sind ja quasi Kaff-Express, würde ich mal behaupten. Weil das sind ja alles nur kleine Orte, wo wir da durchfahren. Ja gut, das ist wohl wahr. Gut, hier am Anfang fahren wir jetzt ein bisschen durch die Stadt, aber das sind auch nur ja, eine Viertelstunde oder so. Nicht mal ganz. So, wie wär's mal mit Fahren da vorne? Grüner wird's nicht. So viel kann ich verraten. Ist aber nett, dass du ihm das noch sagst. Ja, bringt aber nichts, weil der ziemlich, ja, weil der klug ist. Cool. Bestimmt 30 Sekunden lang grün und wer kommt drüber? Zwei Autos. Nee, ist klar. Das schafft auch nur die OMSI-KI. Ja, aber das wissen wir doch. Ja, ich glaube, ich kann den Motor abstellen, mir Popcorn holen und eine Weile warten, bis die mal fahren. Ist denn zwischenzeitlich noch ein Fahrgast gespawnt? Ich weiß nicht, wir stehen ja schon eine Weile hier. Hier spawnt alles, nur keine Fahrgäste. So, jetzt, komm. Ist grün. Hält's jetzt nicht im Ernst wieder an. Ah ne, jetzt fährt er. Ja, genau, wir sind Michael Schumacher. Denn wie jeder weiß, ist Michael Schumacher auch immer im Facelift 10 km/h gefahren. Ich kommentiere das nicht. Ja, weißt du, ich fahr gerade von der Ampel los. Vielleicht 10, 15 km/h schnell. Und die fangen schon an mit Michael Schumacher. Ich glaube, die kennen den anderen als ich. Wer weiß. Alter! So, hier mal kneeling. Ich weiß nicht, wie man hier vernünftig anhalten soll. Mit der Vordertür geht das, hinten wird's schlecht. Guten Tag. Guten Tag, Manni. Einmal normal. Oh, oh Gott. Manni. Einmal normal. Eigentlich der völlig falsche Fahrschein für dich. Wieso gibt's jetzt auch schon Karten für Mannis oder für korpulentere Leute? Zahlen die jetzt mehr? Nee. Also ich... Klar. Vielleicht hast du das ja eingerichtet bei dir. Ich weiß ja nicht. Eigentlich müsste es echt so einen Money-Fahrschein geben. Weiß nicht, so... Also, ja, gibt's doch, für das, den, wenn du einen das, Fahrschein verkaufst. Ist doch ein Money-Fahrschein. Wenn du den Fahrschein verkaufst, bekommst du dafür Money. Wow. Irgendwie so das Mecker-Ticket oder so. Ach stimmt, das war hier die Stelle mit diesen flackernden Autos, die irgendwie vom Himmel runtergefahren kommen. Ich weiß auch nicht, wie du da, das klingt komisch. Wie du darauf kommst, dass Money immer meckert. Money meckert doch gar nicht. Nee, gar nicht. Er weiß gar nicht, was meckern bedeutet. Richtig. Nein, jetzt hat er mich vom Dach. Manu. War doch so gut hier oben. War doch so schön da oben. Hat doch keiner mitgekriegt, dass ich da campe.
oben. Ja, anscheinend doch. Ja, jetzt. Das war so, aber nicht, ne? Möchtest du sagen, das war so nicht geplant, dass du stirbst? Nein, nicht von der Leiter schießen, da könnte ich mir doch was brechen. Lass das doch mal, mein Gott, ey. Das ist doch... Oh, Mann, was ist das für eine Ampel? Ich hab doch schon plus 3. Niederlage. Das ist eine Ampel, die gerne rot ist, glaube ich. Ja, hinter Reichbrück Bahnhof. Da kommen immer 2 Autos drüber und dann ist eine Minute lang rot gefüllt. Nein, ich lach nicht. Nein, ich lach nicht. Wie lange dauert die Linie eigentlich? Boah, die R56. 51 Minuten. Ja. Ich sage, wir sind in einer Stunde durch, wenn es gut läuft. Ich schaff da 3 Folgen. So, 3x 20 Minutes. 20 Minuten! So, ich geh mir mal gerade was zu knabbern holen. Hahaha! Mach das. Fahr! Fahr! Wer bremst, verliert. Ich werd schon wieder ungeduldig. Aber auch zu Recht. So, kommen Sie rein. Guten Tag. Hallo. Tag. Eine Frage habe ich wieder. Noch nie was von Vorverkaufsstelle gehört? Oder Monatskarte oder irgendwie so? Wieder da. Gucke da, so schnell geht das. Ach, ist das schön. Boah, das ist wie Kino hier. Ja. Ja, aber wie gesagt, also es ist halt nur noch Freifahrtschein zum Saufen, das finde ich irgendwie. Das ist dann auch nicht mehr schön, wenn du mit Kindern irgendwie auf den Rosenmontagszug oder so gehst, weil überall nur noch besoffene Leute, die sich völlig daneben benehmen. Und das, meiner Meinung nach, suggeriert das den Kindern einfach nicht den Spaß und das Lustigsein an Karneval, sondern, oh, geil. Ja. Die empfinden das dann normal, dass man sich an Karneval betrinkt und machen das dann später auch. Ja. Ja, boy, ich muss sagen, das ist gar nicht der Grund, warum ich es nicht mag. Ich kann irgendwie generell einfach nichts damit anfangen. Wenn da irgendwelche Clowns in Kostümen rumlaufen, jetzt da irgendwie Leute in Konfetti schmeißen, mit Konfetti Bier schmeißen. Ich weiß nicht. Das hat für mich einfach keinen Reiz. Okay, ich meine, ich sag mal so, klar, ein kühles Bier und so, das gehört zur Karneval einfach dazu, besonders hier in unseren Gefilden, ne? Da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Aber dann doch bitte wenigstens auf den Karnevalszügen oder so in Maßen. Wenn man dann unbedingt richtig Party machen will, dann kann man das ja abends machen, wenn da auch die Kids nicht mehr dabei sind und so, dann ist das ja völlig legitim, dann ist mir das auch völlig egal. Guten Tag. Aber so teilweise auf den Karnevalszügen, die Leute stehen einmal da mit Bierkästen und Bierpullen und allem drum und dran, richtig übel, das finde ich dann schon krass. Ja. Das, nein, hat's nicht, okay. Ja, das ist dann definitiv übertrieben. Ja, das ist einfach zu viel. Das ist wirklich einfach zu viel.
Ja, und das bleibt ja, das hast du, siehst du halt auch mittlerweile leider sehr oft bei Jugendlichen, es bleibt dann halt auch nicht nur bei Kölsch oder so, sondern oder bei ein, zwei Feiglingen in Kölsch, nee, die kommen dann da echt mit Doppelkorn und Apfelkorn und allem an. Ja, und wie gesagt, das macht einfach auch die Stimmung auf dem Zug kaputt. Na, dann wird dann da übertrieben, dann müssen die Karnevalszüge andauernd wieder anhalten, weil dann gibt es da Probleme und dann ist da wieder irgendwas. Es ist einfach sehr ärgerlich. Finde ich auch sehr schade. Ja, ja, wobei das nicht nur an Fasnacht so ist, dass es irgendwie gefühlt konstant abwärts geht. Ja, was irgendwie sowas angeht. Ja, das ist leider wahr. Stimmt, scheiße. Ich habe ja irgendeine Mod für Städtedreieck bekommen. Jetzt komme ich hier noch schlechter rum als sowieso schon. Was hattest du denn für eine Mod? Da ist einfach hier und da mal ein Hindernis. Aha, okay. Das ist knapp. Ist, wow, übrigens privat, deshalb könnt ihr da noch lange suchen. Hab ich nur zur Verfügung gestellt bekommen. Hallo. Eine Frage, hallo. Wurde dem Nick nur zur Verfügung gestellt. Ja, ich wusste aber tatsächlich nicht, dass auf der R56 auch was rumsteht. Hallo. Was steht denn da so rum? Ja, da war jetzt gerade eine Baustelle an einer etwas fiesen Stelle. Fahrkarte. Ah, hier. Erwachsene Tageskarte. Das könnte die Tageskarte sein. Mhm. Hallo. 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 Guten Tag. Einen Einzelfahrschein, bitte. Boah, Leute, kauft euch Monatskarten. Ey, das ist ja zum Kotzen hier. Du Ochse, hättest jetzt auch mal kurz warten können. Ich habe zwar vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, aber... Ne? Nett war das jetzt trotzdem nicht unbedingt. Nick, da geht es nicht um nett. Ja, ich weiß, in Omsi sind nur Arschlöcher unterwegs. Da. Tja. Hallo? Das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Aber gedacht und du weißt, dass es wahr ist. Ich weiß gar nichts. Wie immer. Rechts rum geht's zur Aisha-Straße. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Ich gucke hier so ein bisschen rum. Aisha-Straße. Mhm. Was alles gibt? Ja. Aisha, oh Gott, damn one. Wie hieß der Typ nochmal, der das gesungen hat? Keine Ahnung. Aisha. Kennt das noch jemand? Ah, ja, ich glaube. Das ist eigentlich eine berechtigte Frage. Oh, Feuer, heiß. Aber wer heiß, das gesungen heiß. Hat, weiß ich auch nicht mehr. Alter, ich wäre dem Typen mal sehr dankbar, wenn der aufhören würde, mich auszuräuchern. Danke. Aua, heiß. Wo will denn der hin? Hier ist doch Einbahnstraße. So, eine Kreuzung weiter. Okay, wow. Komm, fahr, ich würde hier gerne heute noch wegkommen. Mm-mm. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Rechtsstraße. Schuldigkeit. Also ich glaube, mit 10 Minuten länger brauchen, war ich noch sehr optimistisch. Wir sind schon bei plus 6. Das
Das klingt ja vielversprechend. Ja, ja, und laut Fahrplan, also so nach Fahrzeit auf dem Fahrplan, haben wir eine Viertelstunde der Strecke geschafft. Oder? Ja, doch, ich glaube ungefähr. Also könnte noch lustig werden. Wobei ja Richtung Oberkirchbach dann nichts mehr los ist. Also so da wo man da durch den Wald fährt, da ist ja kein KI-Verkehr. Ja, da wird's dann geringfügig. Ja, wobei man da auch nicht wirklich rasen, oder was heißt man kann nicht. Man kann schon rasen, aber ich will nicht, weil das will ich dem Bus irgendwie nicht antun. Über diese Betonplatten da drüber. Und über den Feldweg. Lässt du mich? Ja. So, den vor dem schaffe ich es rüber. Los! Boah, ich glaube, ich bin schon ewig nicht mehr die R56 über Kloster Polklo gefahren. Polklo? Ja, Polklo. Ah ja. Ich bin meistens über Hochtann gefahren, glaube ich. Zumindest kann ich mich an den Weg hier nicht mehr erinnern. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich so selten Städtedreieck V2 gefahren bin, dass Kloster Polklo mir überhaupt nichts sagt. Das kann sein, aber vielleicht bist du einfach nur selten die R56 gefahren. Weil nur die fährt da lang. Soweit ich weiß. Ich bin ja auch mal gespannt auf die Städtedreieck V3. Stimmt, kommt ja auch noch. Mhm. Da war ja was. Weil ich glaube, dass gar nicht so viele Linien dazukommen, wenn ich das letztens auf dem Liniennetzplan richtig gesehen habe. Weil da wurde nämlich einer im OMSI-Forum veröffentlicht. Aber, ist mir auch völlig entgangen. Macht ja auch nichts, wenn mal nur 3-4 Linien dazukommen. Oder ich glaube, teilweise verändern sich die Linienwege auch. Ich glaube zum Beispiel, die 25 fährt anders oder irgendwie so. Wird, denke ich, interessant. Ja, da muss nicht man... Nicht die Laterne. Muss man sich dann anschauen. Ich hole mal besser ein bisschen weiter aus, sonst haben wir ein Problem. Es war knapp. Mist. Okay. Hier komme ich so nicht rum. Da müsste ich eine volle Kanne über den Bordstein ziehen. Mach das doch. Nee, habe ich jetzt eigentlich nicht unbedingt vorgehabt. Ja, dann kommst du da so nicht rum. Ja, ich warte einfach kurz und hoffe mal... Nee, wobei, da kommen so viele Autos nach. Da kann ich 18 Ampelphasen lang warten. Da werden trotzdem immer wieder welche stehen. Ich hänge im Bordstein. Ja, boah, fährt der Scheiße. Bla, ihr könnt mich alle mal... Nee, Manni, ich habe den Führerschein eingetauscht. Habe ich dir jetzt schon öfter erklärt. Ja. Hallo. Wird aber gut voll hier. Sag mal, ist der Fahrplan irgendwo... Nee, der Fahrplan ist nicht hängen geblieben. Bin tatsächlich 7,5 Minuten zu spät. Ist der Fahrplan hängen geblieben? Nicht das hängen geblieben, was du meinst. Ich liebe diese Ausdrucksweise. Ja.
Was willst du denn sonst sagen? Ja, gut, das ist wohl wahr. Ist der Fahrplan hängen geblieben? Richten Sie sich eigentlich auch nach den Fahrzeiten, die da am Plan stehen, oder nicht mehr? Nee, ich richte mich nicht mehr nach den Fahrzeiten, die am Plan stehen. Ich fahre auch morgen einfach mal eine halbe Stunde früher und guck mal, weil dann ist der Bus auch leerer, das ist angenehmer. Ja, das sollte man so handhaben. Ja, sie hat gefragt, ob ich mich noch nach den Fahrzeiten richte. Ich sag nein, also. Sie muss jederzeit an der Haltestelle stehen für den Fall, dass ich mal komme. Oh wei, ey. Weißt du, meckern, wenn man zu spät kommt, aber die Erste, die sich beschwert, wenn man mal zu schnell um die Kurve fährt. Das ist aber normal. Das ist so typisch Omsi halt, ne? Ja. Vor allem 7 Minuten, das geht noch. Noch voll im Rahmen. Ich wollte gerade sagen, 7 Minuten, das ist doch gar nichts. Also, ich hab den schon... Irgendwas ist jetzt gerade abgekackt. Mayo? Mayo? Ja, hier. Ah, irgendwas ist gerade abgekackt. Was denn? Das kam nicht mehr ganz an. Achso, ich habe gesagt, also ich hab da schon Schlimmeres hingelegt als 7 Minuten. Das ist gar nichts. Finde ich nämlich auch, das geht noch voll. Also ich mach das problemlos, ich mach aus 7 Minuten, mach ich problemlos 7 Stunden. Und lächel dabei noch müde. So, jetzt geht's in den Überlandbereich. Einmal Mann hier erschrecken, der da gerade langläuft. Ich muss ja sagen, ich bin ja Städtedreieck immer sehr gerne gefahren. Aber so ist es nicht. Okay. Aua. Aber so in letzter Zeit, weiß ich nicht, habe ich überhaupt keine Lust auf die Karte. Ja, es gibt solche Phasen. So, jetzt hör auf, mir irgendwelche Meldungen anzuzeigen, die mich einen Scheißdreck interessieren. Warte mal, mit Quit müsste ich doch, genau. Das interessiert mich nicht! Nee, eben. Ist mir vollkommen egal, ob der Blue-Vorrat so gering ist. Nein. Das sind aber Dinge, die haben dir nicht egal zu sein. Da ist noch genug drin, dass es bis Fahrtende reicht. Von daher doch. Also, Nick, diese Art von Einstellung unterstütze ich ja mal gar nicht, ne? Das geht ja nicht. Warum denn nicht? Das System ist dazu da, dich über Ungereimtheiten zu informieren und du ignorierst das. Das ist richtig, weil ich genau weiß, dass das sowieso noch bis zum Ende reicht. Und solange mir der Sprit nicht ausgeht. Was machst du denn, wenn dir der Sprit ausgeht? Das wird er nicht, weil mir sonst das System eine Meldung bei 20% anzeigen würde. Aber die würdest du ja auch ignorieren und würdest sagen, auch das reicht noch. Ja, aber 20% reichen locker. Wir fahren ja keine 12 Stunden. Wobei, wenn es so weitergeht mit dem Verkehrsfluss. Drei Monate lang Städtedreieck R56 folgen. Wobei ich sagen muss, es ist mir noch nie passiert, dass mir in Omsi der Sprit ausgegangen ist. Nee, mir auch nicht. Also ich bin noch nie irgendwie irgendwo dann liegen geblieben. Das nee, ich auch aber, nicht. Wäre aber mal tatsächlich eine interessante Erfahrung, wenn man mich fragt. Kommt jetzt drauf an. Also ich glaube, ich würde mich eher ein bisschen ärgern. Ja, aber ich fände es halt ganz lustig. Ja, du kannst ja dann einfach reparieren und dann hast du doch wieder Sprit drin, oder nicht? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Guten Tag. Ich habe das, wie gesagt, halt auch noch nicht ausprobiert, was man dann macht. Ob man dann halt vielleicht auch einfach Pech hat. Danke. Ich
Aber da musst du halt auch eine ganze Weile fahren, bis der Sprit mal leer ist, also. Ja, ja, das ist klar. Selbst 20% halten ja noch ewig. Ja, aber das fände ich halt wirklich mal interessant, weil es ist mir halt noch nie, wirklich noch nie passiert. Und ich fände das schon interessant. So, mal ein bisschen treten hier, die Kiste. Wir haben es ja ein bisschen eilig. Was machst du denn hier? Hier sind 70, er fährt ja, knapp unter 50, 45. Ja, herzlichen Dank. So kann man ja super aufholen. Überhole ich dich halt, Pfeife. Da vorne ist zwar sowieso wieder rot, aber ist egal. Ah! Ja, genau, das passt gerade zu meinem Kill hier und zu deinem, da ist rot. Ah! Ja. Wird diese Fahrt jemals enden oder nicht? Man weiß es nicht. Nein. Du bist ein eiserner Busfahrer, diese Fahrt endet nie. Ich glaub's auch. Also laut Fahrplan hätten wir nur noch ungefähr 20 Minuten. Aber das wird definitiv mehr sein. Geh ich auch mal von aus. Allein schon, weil ich bei plus 7 bin. Ja. Komm, hüpf frei, Manni. So, um die Ecke rum wird er jetzt richtig lustig. Schaffst du auch noch. Ja, wenn hier jemand kommt, dann hast du definitiv ein Problem. Ja, das ist leider öfter so. Gehrenstraße. So, ich bin noch mal ganz kurz im Hintergrund.